Herzlich willkommen zum Bauhaus Online Video Workshop Verputzen. Wir zeigen Ihnen hier, wie Sie mit einem Putz Ihre Wände glätten und verschönern können. Ein Putz an einer frisch gemauerten Wand im mediterranen Stil oder rustikal? Egal wie Sie es haben wollen, hier erfahren Sie, wie Sie zu Ihrem Lieblingsputz kommen, denn es ist leichter als Sie denken. Diese Wand ist fest, trocken, sauber und tragfähig. Die heutigen Putzarten sind auf den Untergrund abgestimmt. Bitte fragen Sie Ihren Bauhaus-Fachberater, welcher Putz für Ihren Untergrund eingesetzt werden kann. Sofern sich Tür- und Fensteröffnungen in der Mauer befinden, müssen diese zuvor mit Schalbrettern verkleidet werden. Heimwerkerfreundliche Alternativen zu diesen Schalbrettern sind Putzprofile aus Metall. Diese werden mit Mörtelbatzen, Lot und fluchtgerecht an der Wand ausgerichtet. Zusätzlich sollten diese 2 bis 5 cm vom Rand her vorstehen. Das ist die übliche Putzstärke. Mit Traufe und Kelle ziehen Sie den Unterputz auf. Besonders wichtig hierbei ist, dass der Putz gleichmäßig aufgebracht wird. Nach dem Auftragen wird der Putz mit einem Stahlglätter abgezogen. Arbeiten Sie hier sehr sorgfältig. Tragen Sie immer nur so viel Putz auf, wie Sie verarbeiten können. Bei stark saugenden Untergründen sollten Sie zweischichtig auftragen, wobei die erste Schicht 2/3 der Gesamtschicht betragen sollte. Nun müssen Sie warten, bis der Putz trocken ist. Hier gilt die Regel, pro Millimeter einen Tag Trocknungszeit. Um streich- und tapezierfähige Oberflächen zu erzielen, wird in der Regel ein einlagiger Fertigputz auf Gips- oder Kalkbasis in einem Arbeitsgang aufgebracht. Mit ihm lassen sich gleich 2 Effekte erzielen. Zum einen wird der Grund geglättet. Zum anderen erhalten Sie einen hellen Untergrund, auf dem leichte Tapeten und Farben nicht abdunkeln. Beachten Sie auch hier die Trocknungszeiten aus den Herstellerangaben. Vor dem Auftrag muss der Untergrund stimmen. Er muss trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Bestandteile sind zu entfernen. Dazu gehören auch alte, lockere Anstriche. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, einen tiefen Grund auf die Wandfläche zu streichen. Bei dünnen Putzen, die nicht überstrichen werden, ist ein weißer Tiefengrund vorzuziehen. Bereiche, die nicht verputzt werden oder einen Übergang zu anderen Materialien herstellen sollen, werden mit einem Klebeband überklebt. Dadurch wird eine sogenannte Fasche ausgebildet. Das Klebeband muss vor dem Aushärten des Putzes wieder vorsichtig entfernt werden. Die Materialmenge lässt sich nicht einfach ermitteln, da die unterschiedlichen Verarbeitungstechniken sehr unterschiedliche Mengen benötigen. Hier wäre es von Vorteil, eine Probefläche in Ihrer Technik vorzubereiten. In diesem Fall verarbeiten wir einen Roll- oder Kernputz. Es handelt sich hier um einen Fertigputz, den Sie ohne Anrühren und ohne die Zugabe von Wasser bei niedrigem Verbrauch direkt anwenden können. Dieser muss gut aufgerührt werden, denn die Körner, die ihm seine Struktur verleihen, setzen sich auf dem Eimergrund ab. Sie können den Putz auch im Eimer einfärben. Hierzu einfach Ihre Wunschfarbe zumischen und gut durchrühren. Ideal ist eine Bohrmaschine mit Rührstab. Fragen Sie Ihren Bauhaus-Fachberater nach geeigneten Farben und Zumischungshöchstmengen. Merken Sie sich die Dosierung für den nächsten Eimer. Mit Kelle und Traufe tragen Sie den Putz auf die Wand auf. Je nach Geschmack können Sie jetzt ans Werk gehen. Entweder wie hier mit einer Glätte über das Korn streichen. Hierbei bestimmt die Korngröße die Dicke des Putzes, also in diesem Fall ein feiner Putz. Wenn Sie auf Struktur stehen, können Sie auch eine Farbwalze nehmen und starke Kontraste zaubern. Mit der Edelstahlkelle wird ein Spachteldekor aufgezogen und strukturiert. Die Struktur können Sie selber bestimmen, größere und feinere Übergänge, sogenannte Kellenschläge. Sie können auch nach dem Trocknen des Putzes Farbe auf die Wand bringen. Wie wäre es hiermit? Farbe mit einem Pinsel auf die Fläche aufbringen und direkt danach mit einem trockenen Schwamm die Farbe von der Oberfläche der erhabenen Bereiche entfernen.
Mit Effektrollen oder Wischhandschuh können Sie interessante Farbvarianten auf Ihrem Putz erzeugen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß in Ihrer farbigen Welt. Holen Sie sich in Ihrem Bauhaus-Fachzentrum die passenden Materialien und Anregungen. Auf dieser Internetseite finden Sie die Möglichkeit, das Ganze noch einmal nachzulesen und anhand einer ausdruckbaren Materialliste Ihren Einkauf zu optimieren. Viel Spaß beim Selbermachen!